So, bei dem BMW E46 hier, 2000er Baujahr, der hatte Kühlwasserprobleme, Kühlwasserverlust. Die Vermutung war Kühler oder Kühlwasserbehälter. Dafür sind die bekannt, die alten BMWs. Es kam auch aus dieser Richtung, aus dieser Region, aber es war was ganz was anderes. Kühler wurde gewechselt, weil der auch nicht mehr gut war. Voller Schmodder, die Lamellen waren schon abgefallen teilweise, also war schon okay so. Nichtsdestotrotz musste man immer ein bisschen Wasser nachfüllen und das wird halt auch teuer auf Dauer. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und es hat sich herausgestellt, dass er an diesem Metallclips, an diesem kleinen Metallclips, das Kühlwasser verloren hat, wenn es unter Druck war. Und das habe ich rausgefunden, indem ich an diesen Schlauch gedrückt hatte. Und dann ist das Wasser rausgespritzt, ganz leicht, aber ausreichend für Verlust. Diesen Schlauch, den gibt es nur komplett zu kaufen, aber ist nicht so teuer. 17 Euro, 18 Euro, so um den Dreh. Entlüftungsschraube dabei, alles dabei, Dichtungen drin. Und dann wechselt man den. Und ich habe auch schon eine Rückmeldung bekommen, dass der Wagen jetzt dicht ist. Kein Kühlwasser mehr verliert. Ich habe ein bisschen mitgefilmt beim Tauschen. Hier ein kleiner Trick von mir. Ich nehme für diese Plastikclips immer eine, ihr seht schon, eine Gabel her. Mache ich schon länger so. Ist wohl das Beste, was jeder zu Hause hat, was nichts kostet. Luftfilterkasten sollte dafür raus, weil man einfach mehr Platz hat zum Arbeiten. Dieser Lufteinlass wegschrauben. Luftfilterkasten ist nur gehalten von einer Schraube. Ich weiß gar nicht, 10er oder 13er war es. Dann diese zwei Klammern vom Luftmassenmesser weg. Und unten drunter steckt der Kasten nur auf einem, ja, wie soll ich sagen, auf einem Gummi ist er draufgesteckt. Dieser Sensor sollte auch weg. Sonst stört er beim Ausbau. Wobei, das ist kein Sensor, das ist ein Ventil. Aber nur nebenbei. Hier sieht man, dass der Kasten unten auf dem Gummi aufsteckt. Und bei der Gelegenheit habe ich gleich noch Servoöl aufgefüllt. Kommt mal sehr gut hin jetzt. Dann den Schlauch wechseln. Dazu drei Metallclips hochziehen. Wasser war jetzt keins mehr drin zum Schluss, weil er es einfach verloren hat durch diesen Defekt. Hier versuche ich reinzufilmen, was eigentlich war, was kaputt war. Und zwar ist es ein Plastikrohr, ein Plastikbogen. Und innen drin ist eine Dichtung, logisch. Und hinter der Dichtung ist ein Stück Plastik weggebrochen und so konnte es nicht mehr richtig abdichten.
versuche hinzufilmen. Man sieht auch, dass die Dichtungen nicht mehr rund sind, sondern schon ja, fast gerade. Ein Vergleich zum neuen Teil gibt es gleich. Das neue Teil natürlich einfetten. Die Dichtungen von dem neuen Teil. Weil sonst könnten die sich verschieben bei Montage. Man sieht schon, dass sie ein ganzes Stück dicker sind. Die Rückmeldung habe ich schon bekommen. Wie gesagt, das Auto ist jetzt wieder, das Kühlsystem ist jetzt wieder dicht. Hier habe ich den Behälter noch sauber festgemacht. Der wird unten eingesteckt in die unteren Nasen und oben normalerweise auch. Da ist halt eine Nase kaputt gegangen. Naja, da hat halt ein Kabelbinder herhalten müssen. Das ist schon okay. Kühlwasserflansche sauber machen. Wie gesagt, die Gummis einfetten ganz leicht, damit es sauber drüber rutscht. Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Und wenn ihr mal ein Problem habt, vielleicht ist es ja bei euch auch so. Ich wünsche noch was. Ciao, ciao.